Moin moin und hallo, willkommen zu Let's Play Grand Theft Auto San Andreas. Mein Name ist HeHe3 von Michael John. Ich zocke heute San Andreas, das ist mein erstes Let's Play und ich würde sagen, fangen wir doch gleich mal an. Also wir haben hier das Menü, was ich gerade wunderbar zeigen kann. Optionen, wie wir sehen, ist alles auf Englisch. Das kann ich leider nicht ändern, da es die gecrackte Version ist von San Andreas. Ich habe auch die gekaufte, aber die ist leider sehr mod-unfreundlich und hackt bei mir sehr stark. Ja, also Display Setup, Advanced, wir haben hier 640x480. Ich werde das nicht in HD hochladen. Oder wenn dann nur auf Anfrage. Ich habe keinen guten Rechner, deswegen würde ich auch nicht mehr schaffen von der Aufnahme her. Ja, Audio müsste jetzt alles gut konfiguriert sein. Ich hoffe, man hört mich jetzt nicht allzu sehr schreien. Und ja, fange ich doch einfach gleich mal an. Neues Spiel. Jo, Ladebildschirm. Wir haben auch mal irgendwann solche Waffen und Geld und Zigaretten. Auf das Fett kann ich verzichten. So. Sehr interessant, so ein Ladebildschirm. Ich meine, Ladebildschirme sind immer interessant. Auch diese grünen Balken, die immer voll werden, sind eine wunderbare Sache und ich bin jetzt mal still. Okay, hier ist kein Ton, das ist wunderbar. Ja, also wie gesagt, das ist die gecrackte Version, deswegen haben wir hier keinen Ton und gerade ist meine Aufnahme abgeschmiert aus irgendwelchen Gründen und ich höre, dass ich das SCH gerade sehr undeutlich sage. So, ja, was gibt's noch zu sagen? Ja, das müsste ich wohl erklären. Ich habe noch den ENB Series Mod drin, der macht wunderschöne Reflektionen an Autos und allgemein ist die Grafik ein bisschen besser. Ja, aber leider verursacht er bei Aufnahmen ganz oft Grafikprobleme. Ich hoffe, dass das in nächster Zeit noch ein bisschen abnimmt. Ich werde mal gucken, was ich da noch machen kann. Ja, aber für die erste Aufnahme müssen wir wohl damit klarkommen. Ja, also wunderschöne Cutscene. Kennt bestimmt schon jeder, der dieses Let's Play guckt, auswendig. Naja, egal. Also, ich habe mich nur gewundert, was so lange gebraucht hat. Geh in die Karre rein. Ja, ganz ruhig, Mann. So. Wir werden gleich zu Anfang verhaftet. Pass auf den Kopf auf. Ja, natürlich. Der soll abhauen. Dumme Mexikaner. Kann ich nicht bestätigen. Ich meine, ich esse sehr gerne Tacos, Nachos, vor allem im Kino. Da immer mal gerne mit Käsesoße oder dem rotes Zeug, das so scharf ist. How you been, Carl? How's your wonderful family? I'm here to bury my moms. You know that. Yeah, I guess I do. So what else you got shaking, Carl? Nothing. I live in Liberty City now. I'm clean. Legit. Nah, you ain't never been clean, Carl. Well, what do we got here? This is a weapon, Officer Pulaski, that was used to gun down a police officer not 10 minutes ago. Officer Pendleberry. A fine man, I might add. You work fast, nigga. You know I just got off the plane. Well, that's a good thing we found you and retrieved the murder weapon. That ain't my gun. Don't bullshit me, Carl. Yeah, don't bullshit him, Carl. What the fuck you want from me this time? When we want you, we'll find you. In the meantime, try not to gun down any more officers of the law. Y'all can't leave me here. This baller's country. I thought you said you was innocent, Carl. Shoot on bang. This is car 58. See you around like a donut, what? Carl. Officer Pendleberry's down. We'll be right over. Yo, also auf jeden Fall hatten wir gerade Ton. Das war wunderbar. Wenn das nur jetzt auch noch so wäre. Ich sehe hier gerade den Protagonisten nicht. Ja.
Okay, wir sind unsichtbar. Toll. Juhu, Grafikfehler und ich sehe mich nicht. Bin gleich wieder da. So, da sind wir auch schon wieder. Ich hoffe, das fällt nicht so sehr auf, dass ich jetzt gecuttet habe. Naja, doch, fällt auf. Egal. Also, oben rechts im Bildschirm haben wir die Anzeige, wie spät es ist, wie viel Gesundheit wir noch haben und wie viel kugelsichere Weste, die wir gerade nicht haben. Ja, da drüben sehen wir ein wunderhübsches Auto. Ein Sabre, muss es sein. Egal. Ja, also ich habe ein paar Mods drin, die man sehen sollte. Also serienmäßig fährt hier jetzt kein Toyota rum in San Andreas. Auch kein El Camino. Ja, ich habe jetzt den... At least it was before I fucked everything up. Ja. Auf jeden Fall, ich habe jetzt den Mod rausgemacht. Ich kann ja auch nochmal ganz kurz reinmachen, um zu zeigen. Umschalt FN12. Ja. Geile Reflexion. Wirklich geil. Ja. Aus. Aus. Kann ich auch wieder reinmachen, aber müsste ich jetzt ja auf 16-Bit spielen und das will ich nicht. Ja, also rote Kreise sind Missionen und links im Bildschirm sehen wir nichts. Okay. Map and this. Back. Resume. Ja, jetzt sehen wir es. Ja, das sehen wir eine Karte. Ich zock das ungecheatet ruhig. Ja. Also ja, ich würde sagen, fang mal an, mir geht der Gesprächsstoff aus, ich fang mal an. Während den Cutscenes werde ich nicht ruhig sein, weil, naja, wir haben keinen Ton und was soll's. Ja, was soll man sonst machen? Ich kann auch Musik einblenden, fällt mir gerade ein. Nee. Mein Geschmack ist nicht der beste. So. Ja. Hör auf, was tust du, Karl? Hirn. Hör auf. Was ist denn los? Quiet it, Mom will hear it. Also sehr ruhig, Mom will das hören. Die werden irgendwas tun. Ja. Okay, Erinnerung. So. Ja, jetzt komm. Ja, kommt einfach mal vor, kommt ein Baseballschläger in seinem eigenen Haus. Ja, das mag ich auch. Also das passiert mir auch sehr oft, dass einfach mal ein Verwandter in mein Zimmer reinkommt mit einem Baseballschläger. Ey, was tust du hier? Und ich dann nur so, das ist mein Zimmer. Ja, das passiert bestimmt jeden Mal. Oder so. Ja, also ich hoffe, den Schläger bekomme. Bald. Da kommt ja dann... Ah nee, ich spoiler nicht. So, dieselben Sachen, die uns zum Lachen bringen, bringen uns zum Weinen. Aber genau jetzt, wir sehen deinen Bruder in der... Viel zu schnell. Ja Gott, kann ja Kinder mitlesen. Ich versuche so gut wie möglich in den Cutscenes zu übersetzen, da hier nichts auf Deutsch ist. Oder ich guck mal, ob ich einen deutschen Patch runterladen kann für die Cutscenes. Das ist irgendwie auch mal gucken mit so einem Sound. Oh, wunderschöne Texturen, Hilfe. Sweet und Candle. Ja. Ja. Wie wir sehen, sehen wir nichts. Ich habe 5 Jahre gebraucht, Mann. Ich werde wirklich glücklich sein, dich zu sehen. Hey, was ist mit euch allen los? Oh, hallo Karl, schön dich zu sehen. Ja. Das ist bestimmt toll. I can't believe she's gone. Also ich kann nicht glauben, dass sie tot ist. Ja, ein Jahr kommt nur dann weg. Also, nach 5 Jahren, nein, ja. Toll, die wird irgendjemanden treffen, den werden wir später auch noch kennenlernen. Glaube ich einfach mal.
Also nicht spoilern, ich habe das Spiel noch nie gezockt, ich zock's 100% blind. Nee, stimmt nicht. Also. Ja. Yay. Es gibt nichts mehr zu erzählen. Habe ich irgendwas vergessen? Ach ja, wir spielen den Protagonisten CJ, Carl Johnson, bla bla bla. Da können wir auch noch irgendwann Klamotten verändern, wenn wir nicht mehr im Hemd rumrennen wollen. Leider gibt es nicht so cool wie in GTA 4 Jackets und Smokings und Anzüge und so einen coolen Kram. Ich könnte mir aber auch einen Skin reinmachen, aber da müsste ich mir erst so ein Programm runterladen, damit ich das einfügen kann, irgendwie ein Spiel. Das ist viel zu kompliziert für mich. Geht gar nicht. So. Yay, Gangster-like durch die Nicht-Texturen laufen. Oh, oh mein Gott, ein Eldorado. Ein Baller in einem Eldorado. Und einmal der schießt. Ja, wunderschön durch die Straße laufen. So, Fahrradschlappen. Wie ein Gangster. Unser fetten Bicycle. Ja, scroll bitte. Es ist mit der Steuerung gerade sehr kompliziert. Mit meiner rechten Hand muss ich B drücken und mit meiner linken steuere ich A und D. Damit ich hier schön auch einhacken kann und bremsen, 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 Gas, 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 Gas. Aber ich hatte mir das eigentlich wirklich schlimmer vorgestellt mit den hier Grafikproblemen. Was, Left Control, soll ich das jetzt machen oder was? Nee, nein, da geht's doch nicht rein. Left Control, nach unten. Ah, perfekt. Ja, fahr, 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 fahr. Uiuiui. Okay, man sollte schon merken, ich kann null Fahrrad fahren. Das wird später beim Autofahren auch nicht besser. Kann ich nicht. Nee, kann. Ach. Hallo Textur. Jo. Ja. Aber jetzt fahr doch mal aus dem Weg. Jetzt kann doch nicht sein. Das ist nicht cool. Okay. Also bei meiner letzten Aufnahme hatte ich das auch so, die ist dann komplett ins Wasser gefallen, da konnte man gar nicht mehr zocken, da war dann, hat dann ja auch nichts mehr geladen. Ich muss echt mal mit dem Patch gucken, wer das wegmacht, ey. Das geht ja mal gar nicht. So, hüpfen wir jetzt geschickt drüber und weiter geht's. Ja. Aha. Okay, ich könnte natürlich auch das Sprinten einbüßen, damit ich meine rechte Hand an der Maus haben kann, um hier rumzu. Ich probiere jetzt mit der linken zu hacken. Okay, nein, geht nicht. Ja. Bin ich nicht schnell genug. Na, ja. Jetzt ein bisschen, also im allerschlimmsten Fall geht's aber nicht. Hahaha. Ahaha. Jo. Ja? Ja. Okay. Ja? Ist gut. So. Oh. Oh.